Guten Morgen, liebe Radfreunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal Andis Radtouren. Ja, meine Tour Richtung Nord-Nord-Ost, die habe ich gestern mit Erreichen Göteborgs abgeschlossen soweit. Es gibt jetzt noch ein Filmchen hinten dran, weil ich habe jetzt hier in Göteborg noch eine Hotelübernachtung gemacht. Und ich habe jetzt heute noch etwas Zeit, mir die Stadt anzusehen per Rad. Und späten Nachmittag geht es dann zurück nach Deutschland. Ja, euch erwarten hier in diesem Film noch ein paar Bilder von Göteborg. Ein kleines Fazit für die Reise will ich noch ziehen und dennoch über die Rückfahrt an sich berichten. Ja, alles weitere dann von unterwegs und dann bis später. Ja, ich fahre mal jetzt hier geradeaus. Geradezu der Ulewi Park mit dem Ulewi Stadion, was man so ein bisschen sehen kann. Ich hoffe, wir kriegen mal noch einen besseren Blick darauf. Ich habe jetzt hier keinen bestimmten Plan, wie ich hier vorgehen will heute. Einfach so ein bisschen treiben lassen noch. Zuerst will ich mal in diesen Ulewi Park. Ja, das hier müsste jetzt die Rückseite von der Haupttribüne sein. Ja, hier mal so ein Plan vom Stadion. Sehr interessant finde ich ja, dass in den Flutlichtmasten die Halterungen für das Tribündach mit arretiert sind. So, jetzt habe ich noch mal einen besseren Blick gefunden zum Ulewi Stadion. Ich habe jetzt mal mich entschlossen, in Richtung Lieseberg zu fahren. Das ist ein Park- und Vergnügungszentrum. Ja, hier links von mir das Skandinavium. Eine Veranstaltungshalle. So, da sind wir wohl schon. Ging jetzt schneller als gedacht. Ja, hier ist der Eingangsbereich zu dem Park. Ja, mal der etwas kompaktere Blick von weiter weg. Ja, hier gibt es dann auch so eine Art Sunset Boulevard. Göteborg. Sammy Davis. Bill Haley. Hier links von mir, die beiden Türme hier, sind die Gotha Towers. Hier nochmal die Gotha Towers. Es sind nicht zwei Türme, wie ich vorhin sagte, es sind deren drei. Ich finde die Schreibweise vom Restaurant ganz gut hier in Schweden. Die schreiben es so, wie wir es aussprechen. Und Baggerie kommt man auch drauf, was es sein kann, eine Bäckerei. Ja, hier nochmal der Blick auf Skandinavien, was von der Seite. Kann man es ein bisschen besser sehen als vorhin. So, und wir kommen jetzt zum Odinsplatz. Der heißt wirklich so wie der nordische Gott. So, ich bin mal kurz auf den Platz hier raufgefahren und dann geht es jetzt weiter. Ich fahre jetzt mal die Straße hier runter und dann komme ich dann beim Hauptbahnhof raus. Ich bin ja gestern vom Hotel aus nochmal zu Fuß in die Stadt und da bin ich dann auch hier runtergelaufen. Das ist ja übrigens die Odinstraße hier. Also die haben nicht nur einen Platz, an dem man nennt, auch eine Straße. Und es gibt dann auch einige Dienstleister hier, die sich dieser Namensgebung angeschlossen haben. Es gibt hier einen Odin-Salon, also einen Friseur. Ein Odin-Restaurant habe ich hier auch irgendwo gesehen. Ja, da ganz vorne in der Lücke zwischen den Häusern kann man den Hauptbahnhof so ein bisschen sehen. Ja, ich bin jetzt hier am Hauptbahnhof und ich muss jetzt hier lesen, für den Zug nach Kopenhagen gibt es einen Schienenersatzverkehr per Bus. Was mache ich denn jetzt? Da hätte ich mich gefragt, wenn ich jetzt den Zug geplant hätte.
Ich habe den Zug zum Glück nicht geplant. Es geht auf anderem Wege zurück. Gott sei Dank. So, hier gegenüber vom Hauptbahnhof ist ein großes Einkaufscenter. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Ja, ich bin ja gestern hier auf diesem Platz hier angekommen. Und ich werde jetzt so mich so ein bisschen rechts halten, von hier aus gesehen, in die Innenstadt mal rein. Am Tag der Abfahrt, den ersten Ikea, den ich hier in Schweden sehe. Ja, hier ist auch so ein zentraler Platz, der Kunstsportplatzen. Drehe ich mal so ein bisschen. Hier ist dann ein Touristenbüro, das zentrale Touristenbüro wahrscheinlich auch. Im Hintergrund sieht aus wie ein Theater oder ein Opernhaus. Das hier geradezu könnte eine Markthalle sein. Ja, und für mich heißt es so ganz langsam Abschied zu nehmen von Göteborg und von Schweden. In gut 2 Stunden steht dann meine Heimreise bevor. Ich bin mal ganz kurz in die Halle mal reingegangen oder einfach mal nur den Kopf reingehalten. Sah ja so ein bisschen aus wie eine Markthalle. Ist ja mehr so eine Gastromeile hier drin. Aber sehr lebendig und sehr belebt und eine sehr ausgelassene Stimmung. Ich folge mal jetzt der Straße hier am Kanal, der hier links von mir ist. So, ich bin jetzt hier am Wasser und es geht jetzt hier immer an diesem Fluss oder Meerenge entlang bis zum Fährterminal und von dort geht es dann zurück nach Deutschland. So, hier schon das erste Fährterminal ist, aber nicht meins. Hier ist die Fähre nach Dänemark. Ich denke mal nach Frederikshavn wahrscheinlich. Ja, da oben steht's dran. Fähre nach Kiel. So, da ganz vorne, das könnte meine Fähre sein. Ich habe jetzt hier meine Boardingkarte bekommen und Linie 1 hat sie gesagt. Also genau wie auf der Fähre von Puttgarn nach Rødbyhavn. Da war es für die Fahrräder auch die 1. Ja, schon spannend sowas, finde ich. Ja, jetzt stehe ich hier direkt davor. Hallo? So, Fahrrad ist gesichert. Das sollte halten. Die Tasche mit dem Zelt und so weiter kann hinten drauf bleiben. Ist mir versichert worden. Die lasse ich auch drauf und der Rest kommt mit ins Zimmer. Ja, ich bin jetzt hier in meiner Kabine gelandet. Ging alles jetzt relativ problemlos. Fahrrad ist unten gesichert. Kommt man auch während der Fahrt nicht ran. Ich habe jetzt die, ihr habt es ja gesehen, die Tasche mit dem Zelt, die habe ich jetzt drauf gelassen. Kein Problem für die Crew. Ah, Zimmerrundgang. Der fällt heute sehr kurz aus. Hier der Blick aus die Kabine. Oh, hier kommt gerade einer rein. Ja, dann haben wir hier ein Tischlein, ein Bettlein. Theoretisch könnten hier auch 2 Mann schlafen. Ich sah auch nochmal ein Bett. So. Und hier ist die Kabine. Kann man duschen. Andi darf auch nicht fehlen. Ja. Ja, dann werde ich mich hier an Bord so ein bisschen umschauen. Auch mal der Blick übers Deck hier. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Jutka-Bar auf dem Sonnendeck. Ja, hier mal der Blick von Bord.
unten stehen noch Fahrzeuge, die rein wollen, klar. Und mal der Blick zur Stadt. Und in die Richtung geht es nachher raus. Ja, man sollte sich schon merken, auf welchem Deck man geparkt hat, also bei mir Deck 3. Und mit welchem Auf- und Abgang man dann da am besten runter geht. Und das ist bei mir der grüne. Ja, beim Gang aufs Deck musste ich jetzt auch feststellen, dass es ein bisschen frisch draußen war. Ich werde mir jetzt mal eine Jacke hier holen und dann pünktlich zur Abfahrt werde ich wieder oben sehen. Ja, es ist angerichtet. Müsste dann auch bald losgehen. Ich bin ein kleines Auslaufbier hier gegönnt. Hier fährt die Stena Danica gerade vorbei. Ein Deck hier höher gegangen. Das Schiff dreht dann erstmal. Es geht dann jetzt unter der großen Brücke hindurch. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Ja, wir haben jetzt abgelegt, wie ihr gesehen habt, und die Rückfahrt läuft soweit. Ja, gestern bin ich da hinten in der Gegend noch lang geradelt auf dem Kattegat-Lehen. Jetzt fahre ich hier mit dem Schiff lang und genieße es. Hier sieht man auch mal die typische Schärenlandschaft. Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me maybe you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Ja, ich bin jetzt hier an Bord von der Fähre von Göteborg nach Kiel, und was gibt es für einen schöneren Ort, als hier ein Fazit zu sehen für diese Reise Richtung Nord-Nordost. Ich startete vor 12 Tagen in Kiel. Geplant war, die Tour ab Hamburg zu fahren. Allerdings war die erste Etappe zu ehrgeizig geplant, bis kurz vor Fehmarn, und dann kam Nordostwind mit bis zu 40 km/h Windgeschwindigkeit. Da wäre es illusorisch gewesen, aus Hamburg loszufahren, also daher der Start in Kiel. Ging am ersten Tag bis kurz vor Fehmarn. Auch recht mühsam, also der Wind war da nicht weniger gewesen, aber ich habe es dann so geschafft und konnte im Prinzip meine Taktung bis Kopenhagen so durchhalten. Ja, in Kopenhagen war ich dann nach 3 Tagen gewesen insgesamt. Dänemark selbst war geprägt von eher flachen Strecken. Es kamen hier und da mal so leichte Anstiege. Aber da war das Problem mehr der Gegenwind gewesen. Der hat sich immer noch hartnäckig gehalten. Zwar nicht mit 40 km/h Windgeschwindigkeit wie am ersten Tag, aber immer noch schwer genug. Es war schon ein Stück Arbeit gewesen, nach Kopenhagen zu kommen. Dann extra Tag in Kopenhagen. Hab die Stadt mir angeguckt und konnte ein bisschen meine Akkus aufladen, also nicht nur die Akkus der Aufrüstung, sondern auch meine Akkus selbst am Körper. Ja, und dann ging es dann nach Schwen rüber, und in Schwen sehr schöne Landschaften, tolle Natur,
Und ja, es war fantastisch gewesen. Also der Wind hat sich gelegt. Es war dann auch lange Zeit eitel Sonnenschein gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst mit der Ankunft in Jönköping wurde es dann, oder war es dann vorbei mit dem Sonnenschein. Dann gab es am Tag, jetzt muss ich rechnen, an Tag 9 gab es dann sehr viel Regen und den Tag 9 hatte ich von Haus aus schon als Ruhetag geplant. Also war es vielleicht so ein bisschen Eingebung gewesen. Aber ab diesem Tag war das Wetter eben nicht mehr so stabil sonnig, sondern wurde eben wechselhafter. Und ja, aber es war im Großen und Ganzen okay. Ich bin gut in Göteborg angekommen und bin zufrieden, wie die Tour gelaufen ist. Und ich bin begeistert. Also habe echt viel gesehen, tolle Landschaften, hatte viele Begegnungen gehabt mit vielen Radreisenden. Und ja, was eben so Radreisen ausmacht. Punkto Essen und Trinken. Dänemark und Schweden von Haus aus schon preislich gesehen etwas höher angesiedelt als Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dabei arm wird. In Dänemark habe ich mich dann recht gut verpflegt, indem ich mich im Supermarkt mit frischen Sachen eingedeckt habe und auch frisch gekocht habe. War ganz gut so gewesen. In Schweden selbst ist es so, essen gehen in Schweden ist eigentlich eine teure Angelegenheit, aber man muss dann auch wieder differenzieren. Also wenn man abends essen geht, wird es schon teuer. Aber es gibt in Schweden denn diese Tagesgerichte, die Dagensrett, also Tagesteller wörtlich übersetzt. Da kann man für 10 bis 15 Euro kann man da sehr gut Mittagessen irgendwo. Dann ist meistens noch ein Salatbuffet inklusive Kaffee und da hat man schon das Hauptgericht. Und so habe ich mich dann größtenteils so durchgeschlagen, dass ich dann mittags immer in Schweden ein Tagesgericht genommen habe und abends dann irgendwie noch was Kaltes gegessen habe. Ja, zum Wetter habe ich jetzt einiges erzählt. In puncto Geld sind in Dänemark und Schweden dafür bekannt, dass hier sehr viel digital läuft. Ich habe dann in Dänemark etwas Geld abgehoben vom Automaten, um was in der Tasche zu haben für den Fall der Fälle, und musste nachher zu gucken, dass ich mein Bargeld noch irgendwie loswerde. Also da läuft auch fast alles digital. In Schweden, da war ich jetzt insgesamt 8 Tage gewesen. Ich habe mir kein Bargeld am Automaten geholt und ich bin diese 8 Tage ohne Bargeld über die Runden gekommen. Alles per Karte, wenn man irgendwo ein Getränk mal nimmt oder so, macht man alles mit Karte hier. Ich glaube, man wurde schon schief angeguckt, wenn man in Bar bezahlt. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Mal jemanden Bar bezahlen sehen irgendwo. Ja, also wie gesagt, in Schweden nehmt euch irgendwie eure EC-Karte oder Kreditkarte mit und dann seid ihr damit soweit bestens aufgehoben. Ja, Land und Leute, die Schweden und die Dänen, die sind ja bekannt dafür, dass sie die Ruhe weg haben, und das hat sich auch so bewahrheitet. Also die bringt wirklich so schnell nichts aus der Ruhe. Ich habe mich dort bestens aufgehoben gefühlt und es war eine ganz tolle Erfahrung, diese beiden Länder zu bereisen. Ja, unterm Strich gesehen, für mich war ja Dänemark fast Neuland, also bis auf eine Tagestour von Flensburg hatte ich noch gar keine Dänemark-Erfahrung gehabt. Und Schweden war für mich ein vollkommenes Neuland. Ich bin begeistert von beiden Ländern, wie man dort im Allgemeinen als Radfahrer behandelt wird und wie man da als Radfahrer zurechtkommt von der Infrastruktur her und so. Es war ein tolles Fahren dort. Also ich kann jedem empfehlen, diese beiden Länder mit dem Rad zu bereisen. Und ich denke mal, bei beiden Ländern, ich war nicht das letzte Mal hier, weder in Dänemark noch in Schweden. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt hier auf der Fähre und der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ich werde noch bald in meine Koje verschwinden und morgen früh werde ich in Kiel ankommen und mal gucken, wie das Wetter ist.
Wenn es halbwegs stimmt, werde ich dann mit Fahrrad nach Hamburg zurückkehren. Wenn es überhaupt nicht passt, dann mit Zug. Aber ich denke, so wie die Prognosen sind, es wird jetzt kein alter Sonnenschein werden, aber ich kann bestimmt dann die Strecke noch fahren. Ja, und werde es dann entsprechend angehen. Ja, dann sage ich mal Tschüss für heute und dann bis morgen. Ja, guten Morgen. Mittlerweile Tag 14 meiner Tour Richtung Nord-Nordost. Ich bin hier noch auf der Fähre nach Kiel. Wir haben es jetzt ungefähr 7:45 und in etwa anderthalb Stunden werden wir in Kiel anlegen. Hinter mir könnt ihr hier die Küste von Schleswig-Holstein sehen. Wenn sie denn hier auf der Kamera erkennbar ist, ist nur ein schmaler Streifen. Und das Wetter seht ihr, es ist bedeckt, es ist trocken, es soll aber nachher in Kiel soll es leichten Regen geben. Schauen wir einfach mal. Bis später. Ja, ich habe mich hier mal hingesetzt und nehme mir einen kleinen Morgenkaffee. Es geht jetzt hier die Küste entlang. Hier gegenüber, das könnte jetzt Brasilien und Amerika sein. Zwei kleine Orte an der Küste von Schleswig-Holstein bei Kiel. Ja, vor 13 Tagen bin ich da drüben entlang geradelt und habe meine Tour gestartet. Ja, voraus die Kieler Förde. Ja, vor 13 Tagen habe ich da drüben auch gestanden, um etwa diese Uhrzeit, und habe dann gesehen, wie diese Fähre hier von Göteborg reingekommen ist, und habe das dann, glaube ich, auch auf der Kamera festgehalten. Hier nochmal der Blick auf La Boe mit dem Marinedenkmal. Ja, hier gegenüber mal die Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal. Dort hinten, wo die große Brücke ist. Ja, hier ist eine große Festmeile aufgebaut. Sieht aus, als ob jetzt gerade Kieler Woche wäre. Müsste ich mal recherchieren, ob so ist. Alexander von Humboldt. Ja, wir sind jetzt hier kurz vorm Andocken und ich gucke mal, ob ich das ein bisschen einfangen kann. So, wieder an Land. Mal gucken, wo es jetzt lang geht. Hier nochmal ein Blick auf die Fähre. Ja, war eine sehr angenehme Erfahrung, hier mit der Fähre zu fahren. Ja, hier in Kiel ist es bedeckt und der Regen, der eigentlich angekündigt war, ist bis jetzt nicht da, und ich hoffe, das bleibt so. Ja, und jetzt bin ich hier in Kiel in der Innenstadt. Ich habe jetzt noch eine Frühstücksverabredung mit meiner Schwester, die wohnt eigentlich in Berlin und ist heute in Kiel geschäftlich, und da passt es ganz gut. Und die Kamera bleibt so lange aus. Wo ist er? Ja? Und das ist das Display. Achso. Warte mal. Das ist das Frontdisplay. Achso. Ja, und jetzt gibt es lecker Frühstück. Ausmachen? Oben raufdrücken. Ja, das war jetzt hier ein sehr ausgiebiges Frühstück mit meiner Schwester. Nicht fast die Menge.
des Frühstücks anbetrifft, sondern zeitlich gesehen. Man hat sich immer viel zu erzählen und da vergeht die Zeit wie im Fluge. Ja, aber ich habe heute Zeit. Wir haben es jetzt 12:30 und für mich geht es jetzt mit dem Fahrrad nach Hause bis nach Hamburg. Das sind dann gut 100 Kilometer. Ja, aus Kiel sind wir jetzt raus. Es riecht schön nach Land, aber leider auch sehr viele Autos hier, sehr stark befahren die Straße. Ja, ich habe jetzt die Tour jetzt nicht groß im Detail geplant. Habe einfach nur von Kiel bis nach Hause eingegeben. Und lass mich jetzt überraschen, was Komoot macht, aber ich denke mal, Komoot führt mich größtenteils hier an stark befahrenen Bundesstraßen vorbei. Ja, gefahren bis jetzt 11 Kilometer und der nächste größere Ort wird dann etwa 20 Kilometer Neumünster sein. Neumünster. Früher als gedacht, war eben noch mit 10 Kilometern ausgeschildert. Und seitdem bin ich vielleicht ein oder zwei Kilometer gefahren. Ja, seit dem Ortsschild Neumünster bin ich jetzt bestimmt schon 6-7 Kilometer gefahren und bin noch nicht mal am Ortsmittelpunkt. Er hat das mit der Ausschilderung vorher mit den 10 Kilometern kurz vorm Ortsschild ja fast seine Richtigkeit. Aus Neumünster bin ich jetzt raus. Der nächste größere Ort wäre dann jetzt Bad Bramstedt in 15 Kilometern. Und wir kreuzen die A7. Ja, gefahren ist jetzt 42 Kilometer und bis Bad Bramstedt sollten noch ungefähr so etwa 8 Kilometer sein. Bad Bramstedt haben wir erreicht und raus aus Bad Bramstedt. 51 Kilometer gefahren bis jetzt. Ja, ich sehe jetzt die Strecke heute gar nicht mal so als Etappe auf meiner Tour, sondern eher ein Heimkommen. Deswegen habe ich die Etappe auch nicht so ausführlich am PC geplant und aufgrund dessen führt sie auch größtenteils hier an der stark befahrenen Bundesstraße vorbei. Das ist mir heute auch egal, mir geht es nur darum, von Kiel nach Hause zu kommen. Ich war halt die letzten beiden Tage ziemlich faul gewesen, bin da nicht viel gefahren und da tut dann dieser Abschluss heute nochmal ganz gut. Kreis Pinneberg. Also das fühlt sich schon so ein bisschen wie Hamburg an jetzt. Wir sind jetzt in Bilsen und gefahren sind wir jetzt 66 Kilometer. Nach 70 Kilometern sind wir in Quickborn. Bönningstedt. Als nächstes müsste dann Hamburg-Schnelsen schon kommen. 80 Kilometer gefahren und wir sind am Norden von Hamburg. Am nördlichen Rand von Hamburg, wollte ich eigentlich sagen. Nur die Stadt haben wir erreicht. Aber wir sind hier im Norden der Stadt und ich muss ja in den Süden, also einmal quer durch. Ja, wir haben es jetzt 18.35 Uhr. Späten Nachmittag, frühen Abend. Ja, man lernt in Hamburg immer wieder mal so Ecken kennen, wo man noch gar nicht war. Ja, diese Fahrradstraße hier, die kannte ich bisher überhaupt noch nicht. Also Respekt, Komoot. Hast mir echt einen geilen Weg gezeigt hier. Von der Kieler Straße hier bis zum Schanzenviertel. Kannte ich noch nicht. Aber für solche Überraschungen bist du hier immer wieder gut. Wir sind gleich am Millerntor und dann geht es runter zu den Landungsbrücken und zum alten Elbtunnel. Die Landungsbrücken vor mir und da hinten ist der alte Elbtunnel, da geht es jetzt durch. Ja, ist jetzt schön kühl hier unten. Man muss ja immer höllisch aufpassen, weil die Fußgänger hier neigen dazu auch gerne mal ihren Fußgängerweg zu verlassen. Ja, die Elbe haben wir gequert und jetzt sind wir hier im südlichen Teil Hamburgs. Bis nach Hause zu mir ungefähr noch so 12, 13 Kilometer etwa. Na, ob die Brücke jetzt mein Fahrrad mit Gepäck aushält. Es ist fast geschafft. Hier nochmal die Harburger Süderelbbrücke.
immer wieder schön anzuschauen. Ja, ich stehe jetzt hier nochmal auf dieser Süderelbbrücke. Der Blick auf die Süderelbe. Und Zeit für ein Fazit. Ja, das war jetzt die Rückkehr aus Schweden. Die Rückkehr von meiner Natur Richtung Nord-Nordost. Jetzt, wo ich hier auf der Brücke stehe, pfeift der Wind ganz schön. Eigentlich war es soweit jetzt ruhig gewesen, was den Wind angeht. Ja, ist denn jetzt so. Ich hoffe, mein Mikro kann so ein bisschen abfangen. Ja, die Rückkehr, ihr habt es gesehen. Also Ankunft in Göteborg am Mittwoch, das war vorgestern. Und dann gestern nochmal ein halber Tag Göteborg mit dem Rad. Und dann die Rausfahrt zum Fährterminal. Die Überfahrt mit der Fähre, ein tolles Erlebnis. Die Ankunft in Kiel mit einem tollen Treffen mit meiner Schwester. Und dann ging es nochmal von Kiel nach Hamburg auf gut 100 Kilometer Entfernung. Ja, das Ziel war eigentlich dann nur nach Hause zu kommen. Ja, die Strecke, die gewinnt keinen Schönheitspreis. Also mir ging es nur darum, gut nach Hause zu kommen. Ich bin dann auch, habe einfach nur bei Komoot eingegeben, von Kiel hier nach Hamburg und gucken, was bei rauskommt. Ja, und was mich nicht überraschte, Komoot hat mich dann größtenteils auch auf der B4 oder bis Hamburg hinein, glaube ich, ausschließlich auf der B4 geführt. War jetzt ziemlich kein Problem. Und dann hat aber noch Komoot noch ein Ass im Ärmel gehabt und hat dann von der Kieler Straße nach zum Schanzenviertel hin mir eine schöne Fahrradstraße gezeigt, die ich noch nicht kannte und die echt Spaß machte und die Rückfahrt durch Hamburg noch ein bisschen versüßte. Ja, jetzt stehe ich hier auf der Süderelbbrücke. Jetzt ist aber die Tour so gut wie endgültig vorbei. Das ist das erste Mal, dass ich nach einer Radtour oder nach einer Radreise direkt mit dem Fahrrad nach Hause komme. Und ich habe es sehr genossen heute. Es sind jetzt noch gut 2 Kilometer bis nach Hause. Die werde ich jetzt noch für mich genießen. Und dann ist die Tour ad acta gelegt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen auf den Etappen oder sei es auch nur heute in dem Film. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, euch auf weiteren Filmen von mir begrüßen zu dürfen. Und ich sage dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Perfectly weighted on a thin piece of paper.